Oh, hallo Joko, hallo Klaas, ich habe euch gar nicht gesehen. Als ich mir das folgende Spiel ausgedacht habe, hatte ich eigentlich gar keine Ahnung, außer ProSieben soll gewinnen. Deshalb wäre es richtig cool, wenn ihr euch jetzt mal genauso anstellen würdet, wie ihr euch sonst anstellt. Dann wird ProSieben nämlich ganz, ganz sicher gewinnen. Und jetzt zurück ins Studio, wo euch Steven die Spielregeln erklären wird. Lieber einen Joko in der Hand als einen Klaas auf dem Dach. Ein sehr schöner Titel und vielen Dank an Ricardo. Ihr seht hier ein Theater aufgebaut für ein bisschen Hochkultur-Feeling in diesem Studio. Darin oder darauf werdet ihr gleich eine ganz besondere Version von Charade spielen. Ihr müsst euch nämlich gegenseitig verschiedene deutsche Sprichwörter übermitteln. Ihr selbst dürft dabei aber nicht reden, keine Pantomime machen und auch sonst keine Geräusche von euch geben. Das Einzige, was euch zur Verfügung steht, ist ein menschliches Requisit. Und dieses Requisit steht bereits sehr gut gelaunt auf der Bühne hinter diesem Vorhang. Und er ist definitiv die einzige Person, die mit Fug und Recht behaupten kann, kein einziges deutsches Sprichwort zu kennen. Wir freuen uns über unseren Lieblingsamerikaner. Hier ist Evil Jared Hasselhoff. Komm runter zu uns. Hey Jared, servus. 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 Also, mein lieber Evil Jared. Sidi, was geht ab? Also, du bist Amerikaner und also das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Du lebst in Berlin, aber du kennst... Amerikaner ist ein bisschen eine Beleidigung heutzutage. Heutzutage. Ja. So, ich erkläre euch jetzt, was ihr machen dürft mit Evil Jared. Und zwar folgendes. Kommt hier kurz auf die Bühne, Joko und Klaas. Ihr seht hier zwei Schränke mit unterschiedlichen Schminkutensilien oder auch sonstigen Gegenständen. Hier auf dieser Seite Perücken und ein Klebebänder und noch ein paar andere Utensilien. Die dürft ihr alle einsetzen. Das heißt, ihr dürft Evil Jared anmalen, ankleben. Ausziehen tut er sich meist selber. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Aber ihr könnt tun, was ihr wollt. Und vor allen Dingen könnt ihr ihm unterschiedliche Gesten und Handlungsabläufe beibringen, um das Sprichwort zu übermitteln. Außerdem darf er auch Geräusche machen, außer Wörter sagen. Klaas macht das entweder oder du mit Evil Jared und dann tauscht ihr mal zwischendurch. Wir haben insgesamt 6 Sprichwörter vorbereitet. 4 davon müsst ihr richtig erkennen. Wer will denn anfangen? Wer will anfangen? Ich würde anfangen mit Schminki Schminki. Mit Schminki Schminki? Schminki Schminki, okay. Gut, dann setzt sich Klaas dahin. Du setzt bitte die Blindbrille auf und die Kopfhörer. Früher haben wir gesoffen und verprügelt, heute schminken wir uns. Und ich komme zu euch mit dem ersten Sprichwort. Und das lautet, hör ganz kurz zu, das lautet, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Moment, aber habe ich Zeit? Du hast ein bisschen Zeit, irgendwann mache ich mal ein bisschen Druck, aber der Fisch stinkt vom Kopfe her. Vom Kopfe her. Boah. Der Fisch. Hier ist kein Fisch. Komisch. Vielleicht kann ich so auf den Boden machen. Und, so kannst du machen. Ja, hopp. Okay, nochmal. Hopp, so. Ja, sehr gut. Also du bist fertig? Ja, wir sind fertig. Joko, dann komm hier, setz dich bitte zu meiner Rechten. Wir machen den Vorhang zu. Fertig schon? Ja. Folgendes, Klaas, jetzt wird Evil Jared 30 Sekunden lang eine großartige Oscar-reife Performance hinlegen. Und du musst mir sagen, um welches Sprichwort es sich dabei handelt. Was er macht, das hat Joko ihm aufgetragen. Ja. Okay. Ist das enttäuschend, oder? Nee, ich wollte nur mal wissen, wie es ging überraschend schnell. Also ich verrate jetzt nichts, aber es war einfach so. Wunderbar. Dann seid ihr bereit für das, was Evil Jared uns präsentiert. Die 30 Sekunden starten mit dem Öffnen des Vorhangs. Los geht's, Vorhang auf. Fisch. Fisch. Kopf. Fischkopf. Fischkopf. Sprichwörter. Ja, ja, ich weiß. Der Fisch stinkt am Kopf. Wie geht das? Noch 10 Sekunden. Der Fisch stinkt vom Kopfe her. Ja, richtig. Sehr gut. Aber nochmal für euch. Ich musste nicht malen oder so. Nee, hör mal ganz kurz zu. 4 von 6 müsst ihr raten. Nur, dass ihr es nochmal wisst. Also, ich nehme den Zeitdruck ein bisschen raus. 30 Sekunden lang performt Evil Jared. Und danach müsst ihr es lösen. Ihr müsst es nicht unbedingt in den 30 Sekunden lösen. Aber irgendwann mache ich dann Druck. Wollt ihr wechseln? Ja, also, oder wie du willst. Du kannst auch noch mal... Ist auch gemütlich hier.
Ja, es ist okay. Ihr habt nur so ein schlechtes Gewissen für die tollen Requisiten, die da sind, weil das war jetzt so geil gelöst. Es kommen ja noch großartige andere Sprichwörter. Da musst du noch mal die Brille aufsetzen. Den ganzen Abend nur deutsche Sprichwörter. Glaube, bist, aber Jucke, ich glaube, du bist im Kreieren besser. Ein bisschen Kreieren besser und ich bin mal in Sprichwörtern besser. Was bin ich besser? Ich bin im Kreieren besser. Ja, du bist ein Content Creator und ich kann bin absolut sehr gut, sehr gut. Nicht umsonst habe ich einen gut laufenden TikTok-Account. Ich habe einen schlecht laufenden. So, Brille auf, Kopfhörer und wir kommen zu Sprichwort Nummer 2. Ah, das war dumm, das hätte ich jetzt nicht machen dürfen. Das wird jetzt wahrscheinlich super schwer. Ich hätte ihm einfach, egal. Egal. Hör zu. Die Kirche im Dorf lassen. Oh. Die Kirche im Dorf lassen? Nein, nicht ja, die nicht, Kirche im Dorf lassen. Nicht die aber Kirche, warte. Nicht die Kirche, die Kirche. Die Kirche. Was ist eine Kirche? Ja, jetzt muss ich die anmalen, glaube ich. Das hilft nichts. Haben wir denn noch irgendwas, was dich kirchlicher macht, als du eh schon bist? Also du bist der Kirchturm. Okay, ja. Und ich male dir jetzt eine Uhr auf die... Oh nein, weißt du, was du tun kannst? Das ist eine Uhr, ja, sag mal. Du könntest meine Uhr auf dein Gesicht kleben. Ah. Ja, aber zu spät jetzt. Nee, habt ihr noch Zeit, ihr könnt das auch noch umändern. Warte, ich mache jetzt hier, da geht der eine Zeiger ab, der lange steht auf der 12 und der andere. Deine kleine Hände. Wer hätte das gedacht, dass wir mal so intim voneinander stehen und ich dich anmache? Oh ja, ich habe nicht gedacht, ich werde geschminkt von Joko. Wir haben mal gewrestelt, hast mich verprügelt. Mit Bier über den Kopf geschüttet und jetzt male ich dir was. Wie ein kleines Kätzchen siehst du aus. Und? So, okay, aus so, Uhr. Kirsch? Nein, ich muss noch Zahlen reinschreiben, ja, sonst checkt man das nicht. 12, 3, 6, das ist auch ein bisschen zu wenig. 9. Okay. Du bist ein Kirchturm, checkt man das? Okay. Aber jetzt ist gerade noch eine Uhr, ja, so. So ja. Oder so? Ja, so. So, okay. Kirche, Dorf. Bau doch ein Dorf. Eine Autobahn. Mach doch auch noch eine Post. Das ist die Post. Und ein Spielplatz. Ja, pass auf, da stellst du dich jetzt hin. Sieht aus wie mein Haus. Ja? Okay. Nee, du stehst hier, du bist die Kirche. Okay. Da sind die Häuser nebeneinander. Komm noch ein Hochhaus hin. Im Dorf. Das ist ein typisches Merkmal eines Dorfes, ein Hochhaus. Okay. Ja, gut. Jetzt würde ich so ein bisschen mal auf die Zeit drücken. Okay, pass auf. Weil die Kirche im Dorf lassen ist ja eigentlich auch so eine Aussage, die man trifft. Wenn, so jetzt übertreib mal nicht, sagt man ja mal. Ne? Das heißt, erst guckst du glücklich. Ja. Ja? Ja. Und dann machst du Gong. Okay. Ja? Und dann guckst du traurig, weil das bedeutet ja, dass man, genau. Okay. Genau. Ja, seid ihr ready to go? Genau. Das zweite. Aber ich hätte ja auch hinten an die Wand sprühen können, ich Idiot. Ja, ist jetzt zu Ende. Wenn man den Song zusätzlich hin. Nur weil da eine Tapete ist. Es hat ein ganz klein bisschen länger gedauert, Klaas. Ich habe bald nicht mehr damit gerechnet, dass nochmal einer kommt. Zweites deutsches Sprichwort: Vorhang auf. Bong, bong, bong. Bong, bong, bong. Jetzt schlägt er aber 13. Ich kann dir nicht helfen. Ja, ist das du hast noch ein bisschen Zeit. Bong, ein Tipp bitte bong, nur. Und jetzt ist die Zeit um. Nee, du darfst gar nichts sagen. Er muss da selber drauf kommen. Ein Sprichwort darfst du mir nennen. In 5, 4, 3, 2, ja, ist auch 19 Uhr da. 1 und 0. Ja, sag es bitte. Okay, pass auf. Erklär es ihm. Was ist das für ein Gebäude, was er gerade gemacht Kirche. Hat? Ja.
Und wo steht er in einem? Das habe ich gleich gesehen. In einem? Der soll die Kirche im Dorf lassen. Das wäre so richtig gewesen. Ich habe das auf dem Boden nicht gesehen. Ja. Macht ja nichts. Ich dachte, du malst nur ihn an. Ich habe gar nicht geguckt, was du da auf dem Boden da rumgemalt hast. Hast du da Hinkepinke gespielt oder was? Das war Runde 2 von möglichen 6. Wollt ihr mal tauschen? Nee. Nee. Nein, dann mach. Ich bin. Er ist heiß. Jetzt bist du. Nein, ich will. Aber ich muss ihm erstmal die Uhr aus dem Gesicht machen. Kann ich bleiben. Genau. Aber ich muss erstmal. Das sind so Sätze, ich muss erstmal mit Jared die Uhr aus dem Gesicht machen. Ey. Gut, das nächste Sprichwort. Ihr seid bereit? Eulen nach Athen tragen. Also auf jeden Fall. Man müsste mit. Uhu. Nee, das ist ein Uhu. Nee, doch, die Eulen machen so, ne? Okay, an Athen. Jetzt nehmen wir nämlich da hinten die Wand. Du darfst nicht Athen schreiben. Nee, aber ich könnte versuchen, die Akropolis zu malen. Und ich sage euch, es wird wahrscheinlich eher irreführend sein. Ich finde, das ist allein ein Theaterstück gerade. Kannst du Akropolis aus Gaffer machen? Ja. Ja, doch, aus Gaffer ist gut. Mann. Du klebst jetzt aus Gaffer die Akropolis. Oh, der arme Klaas. Pass auf, ich mach dir Flügel. Okay. Entschuldigung für die Haare, die nachher ab müssen. Das ist wahrscheinlich später ein Problem. Eulen. Kann man. Aber, Joko. Ja, warte doch mal. Ich brauche ein bisschen Zeit. Du setzt mich krass unter Druck. Ich finde, du warst schon sehr gut mit dem Ton und mit der Bewegung. Ja, voll. Aber jetzt klebst du trotzdem Eulenflügel an. Ich klebe ihm Eulenflügel an, damit klarer wird, dass er ein Vogel ist. Weil das kann man am Geräusch nicht erkennen. So, wenn du jetzt so vorsichtig die Arme bewegst. Ja. Oh, das sieht viel besser aus jetzt. Ich mach die Eulenaugen. Ja. Ist noch haltbar? Mhm. Ja. Mhm. Ich mach. Du kriegst Eulenaugen dran. Mhm. Oh. Aber es geht immer noch um das Sprichwort. Ja. Okay. Eulen nach Athen tragen. Du musst, pass auf. Ja, okay. Jetzt kommt's. Genau so, das ist die Eule. Okay. Athen müssen wir jetzt noch da. Ich versuche jetzt da gleich noch die Akropolis zu machen. Und dann machst du aber noch. Okay. Weil du so ein imaginäres Paket auch noch rumschleppst. Mach eine. Ja, mach eine Akropolis aus Schlagsahne. Ja, perfekt. Aber nicht schlecht. Sehr gut. Sehr gut. Wir machen den Vorhang zu. Sehr gut. Ich glaube an dich. Wir sind immer noch bei dir, Klaas. Sprichwort Nummer 3. Vorhang auf. Ja. Hut. 10 Sekunden. Und stopp. Danke dir, Evil Jared. Und ich brauche jetzt eine Antwort von dir. Welches Sprichwort ist das? Eieiei. Einfach! Eine Antwort? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer? Das ist falsch. Bitte, Joke, erzähl nochmal was. Sehr gut. Ja, zeig nochmal, was du gefragt hast. Es gibt einen anderen Vogel. Ein Adler?
Na, der auch so, der weiße Flügel hat, der auch weiß im Gesicht ist. Eine Uhu. Naja, eine Eule. Eine Eule. Eine Eule. Kann eine Eule nach Athen tragen? Ey, wirklich. Aber das waren doch Steine. Ich dachte die ganze Zeit, ein Steinadler, oder? Wo waren da Steine? Na, was hat er denn da hochgehoben? Nein, der hat was getragen. Ist das die Akropolis oder? Ja. Ach so. Ihr wollt einmal wechseln? Tauschen, ich bin fertig, wirklich. Es ist so. Okay, fuck. Ihr könnt euch jetzt du hast es super gemacht. Ja, ihr könnt euch jetzt keinen Fehler mehr erlauben. Also ihr tauscht, Windbrille auf, Kopfhörer. Komm, Klaas, du bist dran. Okay. So, Jared. Okay, so. Ich denke, wir sollten genau, mit, das ist ein Live-Waxing. Oh, yeah. Tut mir leid. Das ist für die vielen, okay, vielen Stunden, die ich in deiner Achse habe. Gut, wir kommen zum nächsten Sprichwort. Klaas und... Ja, sauber, Mann, wie sieht der aus? Ja, genau, aber ich sag's euch trotzdem Hast schon du wieder mit diesem Joko gespielt? Du sollst dich mit dem nicht mehr treffen. Ein schlechter Umgang für dich. Immer Klaas. Kommst du nach Hause, siehst aus wie ein Schwein. Klaas, ja. Das Sprichwort lautet, in der Not frisst der Teufel Fliegen. In der Not frisst der Teufel Fliegen. So, jetzt hier ist rot. Na, so. Das sieht man nicht. Warte mal, ich muss das schwarz malen. Wo ist denn der Stift? Haben wir auch einen Stift? Ja, die sind auf eurer linken. Entschuldigung, darf ich das mit dem Stift machen? Das ist ein Edding. Darf ich? Ja. Ja. Ist das ein Edding? Das ich kann einen Flieger hier machen. Du kannst eine... So, warte mal. Nee, damit können wir dir noch bessere Hörner machen. Warte mal. Die sieht man besser. Ha? So, guck mal. Gut von mir. So, und dann machst du so. Ich sag dir das gleich. Warte. So. Und dann machst du so. Mhm. Machst du so. Zip. Dann guckst du, ob es einer gesehen hat. Mhm. Weil es ja in der Not, ne? Das ist ja peinlich. Ja, ja. Und dann holst du dir noch eine Fliege. Ja. Einfach. Und das 30 Sekunden lang? Und das machen wir 30 Sekunden lang. Das könnten lange 30 Sekunden werden, ja. Gebe ich zu. Aber es muss so reichen. Es muss gut, so reichen. Wir machen den Vorhang zu. Bist du ready? Oder für dein erstes Sprichwort? Guckst dir ganz genau an. Hier kommt Evil Jared mit Performance Nummer 4. Der... Oh, fuck, wie geht das? Der... Oh. Du hast Zeit, du kannst es nee, nee. Irgendwas Teufel fliegen. Der Teufel... Noch 10 Sekunden. Ah, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Richtig! Sehr gut! Super! Liebe Jared, sehr, sehr gut. Du hast ihn in die Ohren gemacht. Mit Schädelwand. Ah, sehr gut. Hörner. Hörner, die Ohren, ja. Die Ohren sind Hörner in diesem Fall. Die Ohren von dem Teufel. Nee, der hatte doch nie Ohren. Wieso hat er jetzt echte Ohren? Wie hast du ihn in die Ohren reingemacht? Gut, mach mal weiter. Und, ja, vielleicht ist so rum. So, okay, machen wir nochmal hin. Setz mal dein Zeug da wieder auf. Gut, keine Fehler mehr. Ja, gut. Kann nichts sehen, kann nichts hören. Euer nächstes Sprichwort lautet, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Okay. Oh, wir haben das eine Probe gemacht. Nix so gut gemacht. Nee, warte mal. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir hier haben. Wer im Glashaus sitzt... Ja gut, das ist dann halt nur ein Spiel. Also ich gucke jetzt mal bei Requisiten. Du müsstest, glaube ich, einfach Steine spielen. Ja. Und hier ist die Scheibe. Du machst erst so, machst du so ein Pantomim. Ja. Ne? Zeigst du, hier ist das Dings, ne? Wie dieser Typ aus der Innenstadt. Ne? Da ist ein Haus, genau. Du zeigst auf das Haus und dann zeigst du das Glashaus und dann machst du clear. Und dann? Clear. Und dann machst du, oh nein. So. Ja, genau. Darf man das sagen? Das darf man definitiv machen. Ist das ein Wort? Nein. Ein schönes Geräusch. Okay. Klaas, komm zu uns, setz dich hin, wir machen den Vorhang zu.
Joko, auch jetzt gilt noch, kein Fehler. Das Sprichwort musst du erkennen. Und hier kommen 30 Sekunden bestes Evil Jared Programm. Aus A. Wer im Glashaus? Kannst du nur überlegen. Guckst du noch zu Ende an? Oder kannst du auch sagen, wenn du Steine glaubst, werfen, Haus, Glas hier, ne, da kommt man nicht durch, keine Steine werfen. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ja! Ja, sehr gut. Sehr gut. Ihr seid in Topform, ihr beide. Gut, mach du noch eins. Einen letzten, einen letzten. Brauchen wir den noch? Den brauchen wir auch, ne? Wir brauchen drei und wir brauchen vier. Ja, ihr braucht einen letzten noch. Habt ihr vier? Nur einmal und dann den müssen wir auch machen. Und einen Regen. Er kann nichts hören, nichts sehen. Also, der letzte entscheidende Punkt für euch, um einen weiteren Vorteil zu erkämpfen. Und das Sprichwort lautet, das Leben ist kein Ponyhof. Okay. Das ist ein Pony. Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist schwer. Ja, das Leben ist ja eigentlich so. Andi, das Leben ist so, pass auf. Nee, das ist Regen, das ist irritierend. Das Leben ist ja fröhlich, das heißt so. Weißt du, so fröhlich. Doch, das ist das Leben. Das ist das Leben? Das Leben? Deine Leben vielleicht. Ja. Und dann machst du, ist kein, das darf er ja, ne? Also er darf es nicht sagen, klar, aber er darf ist kein. Sagen, er darf zeigen, alles, was du Das Leben ist kein Pony. Können wir mal keinen Hof, ne? Keine Ahnung. Naja, aber Hof kriegt man nicht richtig hin. Also. Okay. So. Und dann, was mache ich überhaupt? Nix. Das ist. Leben ist kein Pony? Das Leben ist kein Pony. Ja. Okay. Und immer wieder. Okay. Ja, gut. Let's get it on. Nehmen wir den Platz. Wir machen den Vorhang zu. Ah, man ist so angespannt davon. Es tut mir leid, wenn ich dann da so alles völlig okay. Aber es ist wirklich. Ich will dich trotzdem nur immer wieder darauf aufmerksam machen, dass ich mir. Aber das war schon eine sehr gute. Die Ohren jucken, wenn man diese Dinger aufhat. Idee vielleicht. Bist du ready to go? Ja. Wunderbar. Dann kommt hier die letzte Möglichkeit, dieses Spiel noch für euch zu entscheiden. Oh Gott. Letztes Mal genießen wir Evil Jareds Performance. Vorhang auf. Ich weiß, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Vermutung. Guck noch mal zu Ende. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß, du hast aber so. Nee! Fünf. Ihr macht den falschen Zauber. Er ist ein Method Actor. Zeit ist abgelaufen. Ich brauche von dir ein Sprichwort. Also vielleicht kannst du ihm so ein bisschen helfen bei dem ersten Part. Ja. Was das darstellt. Also du kannst mir eine Frage stellen. Das erste, wie heißt das Sprichwort? Frag ihn das. Was für ein Tier ist das erste? Das Düb-Dü-Dü-Tier, das ist kein Tier. Shit. Das ist kein Tier. Es ist kein Tier. Aber das zweite. Das ist ein Tier. Gut. Scheiße, ich muss jetzt fragen, der zweite ist. Ja. Countdown. Ist das eine Ziege? Von 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Ziege, oder? 1, 0. Leider nicht. Vielleicht. Warte, Zeit mal. Moment. Ihr habt gewonnen im ProSieben. Ist okay. Wir wissen Bescheid. Nur ganz kurz. Warum hast du. Ich fand's gut, dass du das nochmal gemacht hast. Das hast du selber hinzugefügt. Super. Aber warum hast du. Gemacht? Weil was ich wollte ist. Was ist der Unterschied? Welches Tier ist das? Nein, das ist ein amerikanisches Pferd, das ich gemacht habe. Ja. Mit Deutsche.
Das ist ein Pferd. Pony. Aber Pony. Was mit Pferd Pony. Das Leben ist Pony, kein Ponyhof. Ja, klein und am Boden. Das Leben ist kein Ponyhof. Und das, der Anfang war das Leben. Das Leben. Ja, das, ja, das Tier. Das ist das, ist das Leben. So ist doch das Leben, oder nicht? Das war das Leben. Also ganz ehrlich. Ja, wie willst du denn das Leben pantomimisch darstellen? Tausende Jahre, Generationen von Philosophen versuchen sich an dieser Frage. Und die Antwort soll sein. Aber es hat auch noch nie jemand pantomimisch darstellen müssen. Das Leben. Da hast du auch einen Punkt. Das stimmt. So, komm zu mir, Klaas. Und an dieser Stelle einen riesengroßen Applaus für unseren Performer of the Hour. Evil Jared Hasselhoff. Das war ganz groß. Vielen lieben Dank. Dein Applaus, Evil Jared. Danke dir. This is my quest to find